Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Wir trainieren heute Schulter und Brust. Das bedeutet, wir haben einen riesen Fokus auf die Schultern und dann eher sekundären Fokus auf die Brust. Wir fangen an mit der hinteren Schulter und das ist ein super Satz bei mir. Und zwar mache ich einmal Rudern hier am Ruderturm und dann gibt es Reverse Flies am Kabelzug. Warum das Ganze? Wir haben hier einmal praktisch beim Rudern die volle Kontraktion in der hinteren Schulter und beim Reverse Butterfly am Kabelzug können wir nochmal schön in Stretch gehen, können da nochmal zu Ende brennen. Ich habe hier wieder unser schönes von Prime Fitness USA, unsere Shortbar und zwei lange D-Handles, die gibt es bei Life Fitness, das kriegt ihr inzwischen auch auf Amazon. Einfach Prime Fitness Griffe auf Amazon eingeben und dann könnt ihr das relativ günstig dort erwerben. So, fangen wir an. Es gibt drei Sätze hiervon. Das ist jetzt auch schon mein erster schwerer Topsatz. Wiederholungsbereich, alle. So, wir gehen direkt weiter zum Kabelzug. Gewicht ein bisschen zu schwer ausgewählt. Die 0 Gramm Kohlenhydrate seit den letzten zwei Tagen zeigen sich so ein bisschen in der Trainingsleistung, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt ein bisschen weniger Gewicht und im zweiten Satz dann dafür mehr Wiederholungen. Hier für alle, die sich fragen, wie macht der Kerl das, dass ich das Ganze mal rauskriege, ohne mir meine Finger einzuklemmen. Einfach mal den Gewichtsstack praktisch Pin rausholen, Gewichtsdeck nach unten ziehen, reinstecken und dann habt ihr ein lockeres Kabel und klemmt euch nicht die Finger ein. Pausezeiten halte ich relativ kurz. Die hintere Schulter ist ein kleiner Muskel. Das sind jetzt keine mega intensiven Belastungen, die wir hier ausführen. Dementsprechend circa 90 Sekunden Pause und dann weiterballern. Zwischen den Supersätzen einfach zur nächsten Übung laufen und weitermachen. Also da achte ich jetzt nicht drauf, dass ich irgendwie 30, 40 Sekunden Pause mache, sondern ich laufe rüber und mache direkt weiter. Zweiter Satz. Für all diejenigen, die sich jetzt fragen, warum macht der Junge die hintere Schulter zuerst? Erstens, die hintere Schulter kann nie groß genug sein. Also wenn ihr da so einen Tumor hinten dran habt, sieht das einfach geil aus in jeder Pose. Und meine nächste Übung wird eine Schulterpress-Variante sein. Und wenn ich einen Punkt in der hinteren Schulter habe, fühle ich mich in der Überkopfposition viel, viel stabiler, weil ich eben Druck von hinten habe. Und es klaut mir eigentlich gar keine Leistung bei den Druckvarianten. Also es hat eigentlich nur einen positiven Benefit. Probiert's aus. So, drei Sätze sind vorüber. Jetzt geht's an die Schulterpresse. Eigentlich mache ich ganz gerne Kurzhantelübungen für die Schulter, aber das Umsetzen raubt mir enorm viel Kraft. Und jetzt gerade gegen Ende oder mitten in der Diät will ich mich nicht verletzen. Deswegen die Schulterpresse ist auch tatsächlich meine Lieblingsschulterpresse. Ich habe schon diverse ausgeführt von Hammer Strength etc. Gar kein Fan, aber die von Bauer, die wir hier haben, brutal. Wir wärmen uns hier auch ganz normal auf. Ich packe immer eine 20er drauf. Ich denke, Topsatz werden heute 6 20er pro Seite. Also insgesamt 240 Kilo Schulter drücken. Und das wird auch wahrscheinlich unser Clickbait-Titel. Okay, ich bin jetzt wirklich fertig. Hä? Auch mal in die Kommentare. Ich bin jetzt auch im Sneaker-Game seit Samstag. Da habe ich mein erstes Raffle gewonnen. John 4 Military Black. Ja, schön für dich. Unser Kameramann wollte die auch. Ich habe sie bekommen. Ehrlich. Lass doch aufwärmen. Aber mal gucken, wie oft wir heute 6 schaffen. Also 6 Platten habe ich beim letzten Mal 5-mal geschafft, aber da war ich noch wirklich auf 120 Kilo. Jetzt bin ich nur auf 110. Soll jetzt keine Ausrede sein.
Ich werde mein Bestes geben. Yes. Schwach gibt es nicht, es gibt nur zu wenig Tren oder Halotestin, würde Max jetzt sagen. Ist tatsächlich nicht so leicht. Egal, wir machen jetzt 6 Platten. Einfach mal 4 Raps schwächer geworden. Nice! Man ist nicht immer ein Held, ja. Also heute tatsächlich eine Rap geschafft. Das ist jetzt schon sehr, 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 sehr deprimierend. Wie gesagt, eigentlich habe ich 5 geschafft. Dazu gibt es auch eine Insta-Story, falls ihr mir nicht glaubt. Diät halt, ne? 10 Kilo weniger Wasser, 10 Kilo weniger Masse. Dementsprechend packen wir jetzt mal 5 Platten drauf und versuchen da einfach 10 Wiederholungen. Das ist schon okay, kann man als Satz zählen, aber immer noch keine Bestleistung. Melli hat mir gerade erklärt, dass es ein bisschen dauert, bis man nach dem DMP wieder die alte Leistung zurückbekommt. Und wie gesagt, ich war jetzt 2 Wochen auf Ordesdorf, haben wir dieses DMP-Experiment gemacht. Dazu gibt es auch noch ein Video. Und ja, egal, der Satz war jetzt gut. Jetzt mache ich nochmal eine Scheibe weniger. Das ist dann mein Bike-Off-Satz. Und da gebe ich auch nochmal alles. Ballern, ballern. Also ihr könnt auch ruhig die konzentrische so explosiv machen. Das ist völlig egal, solange die exzentrische, also die negative Phase kontrolliert ist, könnt ihr auch ballern. Für mich geht es jetzt weiter mit Seitheben am Kabel und danach geht es dann mit der Brust weiter. Sie randaliert schon wieder. Ich sag ja, dieses Strong Woman, Strongman Zeug, das ist nicht gesund. Da geht das Studio kaputt, da geht der Körper kaputt, da geht die Psyche kaputt. Wie beim Bodybuilding eigentlich. Er hat gesagt, er fängt damit jetzt an. Ja, wir machen mal Strongman Training. Leute, falls ihr Strongman Training sehen wollt von mir, unten in die Kommentare. Oder Daumen hoch geben. Ihr habt das gehört? Bisschen Justin kaputt machen, das ist super. Freuen sich die Leute drüber, wenn er Scheiße baut. So, Freunde. Hier Seitheben am Kabel auf einer Schrägbank. Vorteil auf dieser Schrägbank, also man kann es auch liegend machen. Das Ding ist, wenn ihr liegt, dann sind eure Schulterblätter nicht frei und die sollten sich eigentlich frei bewegen beim Seitheben. Das könnt ihr mit der Schrägbank ganz gut so machen, weil ihr einfach nicht so direkt drauf liegt. Und vor allem tut mir beim schrägen Seitheben nicht die Bizepssehne weh, weil ich dort auch in dieser Schulterblattebene ziehe und ihr könnt halt nicht schummeln. Also ist absolut meine Favoritübung aktuell für die seitliche Schulter und mache in jedem Schultertraining. Und gleich geht's los mit dem Topsatz. Da machen wir auch wieder 3 Stück von. High Rep, ganz wichtig. Bei Seitheben High Rep. Was gibt's bei mir aktuell? Intra. 2 Portionen Bulletproof ERAs. Heute im Geschmack Kirsche, ist auch eine sehr gute Empfehlung. Dann noch 10 Gramm Clusterdextrin, 10 Gramm Kreatin, 10 Gramm Glutamin und 1 Gramm Salz. Habe ich Clusterdextrin gesagt? Okay, kein Clusterdextrin, ich meinte Citrullin. Kein Clusterdextrin, sprich keine Kohlenhydrate im Training. Weil wie gesagt, heute Zero Carbs, just Protein and Fats.
So kriegen wir mich in Form. Ganz wichtig bei dieser Übung, stellt euch wirklich vor, dass ihr zur Seite wollt und nicht nach oben, sondern wirklich zur Seite. Und das Feeling in der seitlichen Schulter ist geisteskrank. So, jetzt noch zwei Sätze. Ich reduziere das Gewicht ein bisschen, damit ich doch noch einen höheren Wiederholungsbereich treffe und die seitliche Schulter schön brennt. Ich drehe mich mal eben. Nehmt auch ruhig am Ende, wenn ihr nicht mehr komplett in die Kontraktion kommt, die letzten Partials mit. Nehmt einfach mit, was geht. Wie immer im Leben. Jetzt kommt die erste Übung für die Brust. Wir fangen an mit Fleiß an der Maschine. Mache ich einfach ganz gerne. Jetzt bin ich schon in der Schulter warm etc. Bis ich jetzt bei einer drückenden Pressübung, beziehungsweise bei einer Pressübung für die Brust einen guten Pump kriege, dauert mir das Ganze zu lange. Deswegen mache ich zuerst eine Isolationsübung für die Brust, isoliere diese schon vor und dann gibt es eine schwere Druckübung, wo ich nochmal wirklich alles gebe. Ja, fangen wir direkt an. Erster Satz, wir machen hier drei Sätze. An einem normalen Push-Training mit Brustfokus würde ich jetzt zuerst eine drückende Übung machen, weil ihr da einfach viel mehr Output habt als jetzt bei einer Fly-Bewegung zu Beginn. Yes. Jetzt noch zwei Sätze und dann gucken wir, was wir als nächstes machen. Das ist auch eine Übung, bei der ihr euch wirklich auf die Kontraktion der Brust konzentrieren solltet. Also vernachlässigt das nicht. Drückt euren Oberarm schön in die Brust rein und dann ist das Feeling auch wieder brutal. So, ich mache jetzt noch ein bisschen weniger Gewicht, weil jetzt im dritten Satz schaffe ich das nicht mehr auf saubere 10 bis 15 Wiederholungen. Deswegen gibt es jetzt zwei Platten Drops und dann geht es weiter. So, nächste Übung haben wir jetzt nochmal eine Schrägbankpresse von Hammer und danach gibt es eine Rarität hier im Gym, exklusiv das erste Mal auf einem oder in einem YouTube-Video von unseren drei Kanälen. Wartet ab. Wir machen jetzt hier den ersten schweren Satz und den einzigen schweren Satz, danach gibt es nur einen Backoff-Satz und ich versuche mich jetzt wirklich auch auf die Brust zu konzentrieren, deswegen vier Platten. Let's go. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Ja. Zeit für Kohlenhydrate. Egal Leute, also lasst euch echt, wenn ihr mal ein schlechtes Training habt, lasst euch nicht runterkriegen. Das nächste wird sicherlich besser. Das ist immer das Wichtigste. Es gibt immer schlechte Tage, wenn man mal schlecht schläft, weniger isst, Stress hat oder sonstiges. Das wirkt sich natürlich alles auf die Trainingsleistung aus. Das ist schon wirklich hart. So schwach war ich euch noch nicht mal als Netty. Krass. So, egal. Ich mache jetzt noch die Schnellbrustpresse, damit wir wenigstens das Unikat einmal in einem Video drin haben. Vielleicht liegt das an der Musik, Digga. Ja, die Musik ist schrecklich. Ich wollte Shirin David hören, ich wollte Deutschrap hören, Nate 57. Kameramann sagt, wenn ich das jetzt anmache, dann muss ich hier aus dem Gym raus. Ja, Shirin David kann ich jetzt auch nicht hören.
dann bin ich nicht. Was ist das für eine Power-Musik, der wollen nach meinem Rekorder? Ich finde, David, das ist richtig so eine PR-Mucke. Macht da extra für mich im Abend. Ja. Ich habe echt keine Lust mehr. Ich denke, die meisten Leute werden diese Maschine gar nicht kennen. Ich kannte sie zuvor auch nicht. Die ist, glaube ich, auch älter als ich. Ich fand sie auch am Anfang echt unnötig, aber sie fühlt sich mega gut an. Das ist einfach so eine Brustpresse, bei der ihr so einen neutralen Griff habt. Mega geil, um die mittlere Brust zu treffen. Und ihr habt noch ein bisschen Trizeps mit drin. Auch sehr schulterschonend. Da bin ich ein Fan von. Nur ein Aufwärmsatz. Jetzt packe ich nochmal ein bisschen Gewicht drauf und hoffe, dass ich da mehr als 4 Wiederholungen schaffe. Das ist witzig, als ich noch schwerer war und so prall war, konnte ich hier gar nicht rein in die Brustpresse und jetzt geht es problemlos. Ich glaube, ich werde es nie wieder mehr machen, so viel Wassergewicht mit mir mitschleppen. Next off season 130 Kilo, ich komme. So, let's go. Nicht so zufrieden. Ja, ich merke das übel hier an meinen ganzen Armen. Die werden echt schwach. Alter, ich höre jetzt auf mit den Ausreden. Das war einfach scheiße heute. Kann man nichts machen. So, Freunde, das war's mit meinem Schulter-Brust-Training. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, Glocke abonnieren, Glocke aktivieren, Kanal abonnieren, kommentieren. Und ja, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.